so und die Unterstützung der verschiedenen Gruppierungen in der Bevölkerung ist uns dafür notwendig. Und ich freue mich, dass wir hier dieses breite Bild heute für bäuerliche Landwirtschaft abgeben. Was wir von diesen Agrarministern fordern in Zukunft, ist das Positive in der Landwirtschaft, dass wir klimaunterstützend wirtschaften können, dass wir umweltschonend arbeiten können und das honoriert bekommen und dass wir produzieren können, Tierwohl, so wie Bauern das auch verstehen und wollen. Es darf keine Gentechnik sich hier ihren Platz verschaffen, dass man einknickt vor der Lobby der Chemie- und Agrarindustrie. Es darf keine Patente auf Land und Tiere